Rockantenne, das Album der Woche. Das Album der Woche. Das Album der Woche auf Rockantenne, es führt uns nach New Jersey zu einer der ganz großen Rockbands, die es seit Mitte der 80er Jahre, sogar ein bisschen früher gibt, nämlich John Bon Jovi und seine Jungs von Bon Jovi. Das 13. Studioalbum, das die Band jetzt gemacht hat, nennt sich This House Is Not For Sale. Das Interessante an diesem Album, es ist das erste Album der Band ohne ihren ehemaligen Gitarristen Richie Sambora und von daher auch ein bisschen mit Spannung erwartet, denn keiner wusste so genau, wie das nun funktioniert, wenn John Bon Jovi alles alleine macht, denn Sambora und er waren ja bekanntermaßen ein kongeniales Songwriterpaar. Und in den Texten da verarbeitet John Bon Jovi seine Erkenntnisse und auch ja Rückschläge in der Musikindustrie, alles was damit zu tun hat und seine Message: Dieses Haus habe ich mit jedem Stein aufgebaut und es steht nicht zum Verkauf. Und da können wir John Bon Jovi mit Sicherheit glauben, dass die Hütte nicht verkauft wird. Man muss sagen, bei diesem Album, es ist, man könnte es jetzt zynisch sagen, die Wiederentdeckung der Gitarre, auch ohne Sambora. Insgesamt ein bisschen rockiger ausgefallen als die Vorgänger. Rundrum ein sehr, sehr kompaktes, klasse Album, das Bon Jovi endlich mal wieder abgeliefert haben. Und das Album ist ja auch so ein bisschen eine Heimkehr zu den Wurzeln, denn aufgenommen wurde es in den gleichen Studios, in denen 1984 das Debüt von Bon Jovi, schlicht betitelt damals mit Bon Jovi, entstanden ist. Wir hören jetzt mal einfach ein bisschen rein, lassen mal ein paar Songs durchlaufen, damit man einen Eindruck bekommt von unserem Album der Woche. Bon Jovi, This House Is Not For Sale, der Titelsong ihres neuesten Albums, unser Album der Woche. Und ja, wenn man sich jetzt ein bisschen das Ganze angehört hat, muss man sagen, die Wiederentdeckung der Gitarre ist von vorne bis hinten richtig gelungen. Und ja, gute Kunde zumindest für die Leute, die in den Vereinigten Staaten leben. Die Band wird auf Tournee gehen. Das Ganze im Februar, zieht sich hinein bis in den März. Es gibt noch keine deutschen Tourdaten. Sollte da was anstehen, ihr erfahrt es natürlich zuerst hier bei uns auf rockantenne.de. Alles in allem ein richtig solides Album, das Bon Jovi dort abgeliefert haben. Und man darf es, glaube ich, sagen, nach den letzten beiden Alben ein Riesenschritt nach vorne. Es lohnt sich, die neue von Bon Jovi, This House Is Not For Sale, unser Album der Woche hier auf rockantenne. Rockantenne. Der beste Rock nonstop.